Das Boxensystem. Ich habe schon oft über das Boxensystem gesprochen und habe darüber auch schon mal ein Video gedreht. Es geht aber in erster Linie jetzt nicht um das Boxensystem an sich, was du so ganz genau in den Boxen machst, sondern es geht darum, herauszufinden, welche Schwungbewegung ist für dich gut und wie kannst du sie einsetzen. Mein Name ist Markus Bruns, ich bin PGA Golf Professional im Golfclub Sieke bei Bremen. Und wie gesagt, das Boxensystem ist etwas, was ich immer gerne verwende, worüber ich ja auch schon mal ein Video gedreht hatte. Das packe ich dir nochmal in die Videobeschreibung mit rein. Das System verwende ich immer gerne im Unterricht, um zu erklären, wie man eine Routine aufbaut. Und eine Routine ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Golfspiels. Jetzt geht es darum, dass ich mich in meiner Strategiebox, die ist diese hier, Strategiebox nenne ich, oder Box 1, wie du sie nennen möchtest, überlasse ich dir, schon vorbereitet habe und habe mir gesagt, okay, ich brauche jetzt ein Eisen 6 für eine Distanz von 170 Meter und bin jetzt im Grunde Strategiebox 1 ist fertig. Jetzt habe ich mir das Buch Golfschwung DNA schon mal vorbestellt, das packe ich auch noch mal unten rein, den Link, und will jetzt einfach mal die Bewegung, die ich für mich herausgefunden habe durch das Buch, will ich jetzt in Box Nummer 2, in meiner Vorbereitungsbox auf den Schlag, will ich jetzt das mal in meinen Probeschwung integrieren. Und stellen wir uns vor, ich hätte jetzt herausgefunden, dass ich eher so ein Hitter bin, also gegen den Ball schlage, dann wäre für mich zum Beispiel die Idee eines Baseballschwungs ganz gut. Das heißt, ich stelle mich dann in diese Box, halte meinen Schläger in dieser Position, mache hier ein, vielleicht zwei Probeschwünge, um das richtige Gefühl zu bekommen, um auch zu hören, wie der Schläger zischt. Eine weitere Idee wäre zum Beispiel für dich, wenn du sagst, okay, ich muss mehr das Gefühl haben, an einem Seil zu ziehen, dann wäre es ideal, in dieser Box zu sagen, ich ziehe eher das Seil nach unten, wodurch der Schläger von oben nach unten schwingt, wodurch das Gewicht nach vorne verlagert wird und wo dann ein guter Bodenkontakt bzw. später dann ein guter Ballkontakt entsteht. Diese zwei Dinge kannst du in dieser Box machen. Es gibt natürlich noch mehr Schwungideen, Schwungmuster. Da muss man mal gucken, welches passt für dich. Wie gesagt, in dem Buch Golfschwung DNA kannst du das gut herausfinden. Ich entscheide mich jetzt mal für den Baseballschwung. Mach den hier mal als Vorbereitung auf meinen Schlag. Fühlt sich gut an, habe ein gutes Gefühl, guten Rhythmus. Gehe jetzt hin an meinen Ball, stelle meinen Schläger, meinen Körper. Versuche jetzt das Gefühl des Baseballschwungs mitzunehmen. Und es fühlte sich sehr gut an, denn ich hatte den Gedanken, mein Gewicht mitzuverlagern, was ich vorher in der Vorbereitungsbox mir antrainiert habe. Das ist etwas, was ich auch immer empfehle, ein Muster zu entwickeln und das dann in Box 2, in der Vorbereitungsbox 2, mir anzutrainieren, auf meinen Schlag hin und dann dieses Gefühl mitzunehmen an den Schlag. Denn das Gefühl des Körpers und der Rhythmus des Schwungs sind ganz, ganz wichtig für einen super Golfschlag. Wenn du gerne noch mehr über Golf wissen möchtest und über die Golfschwungmuster, dann würden Christoph und ich uns freuen, wenn du unseren Podcast abonnierst. Den bekommst du auf eingängigen Podcast-Plattformen. Dort haben wir auch eine Folge mit Detlef Stronk gemacht vor einiger Zeit. Da erzählt er ganz, ganz viel über die Golfschwungmuster. Und Detlef hat auch ein Buch herausgebracht, die Golfschwung-DNA, wie gesagt. Da sind auch einige Videos von mir mit dabei. Vielleicht interessiert es dich. Wir würden uns freuen. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe, ich konnte dir helfen.